Ja, hallo erstmal. Ja, wie ihr seht, der Winter bricht ein und das nehme ich zum Anlass, mal etwas abzuweichen. Ich hatte eigentlich vor, jetzt mit dem nächsten Gebäude anzufangen, dem Gewächshaus. Das werde ich um eine Folge verschieben, weil zum Abschluss des Gewächshauses möchte ich auch dann gleich richtige Türen haben und das bedeutet, richtige Türen, dazu brauchen wir eine Säge. Eine Säge können wir nicht gießen, was wiederum bedeutet, ich muss mir einen Amboss machen. Eine Form dafür habe ich schon mal erstellt. Haust du ab? Jubel dich nicht. So. Das finde ich nett. Schön gedroppt. So, okay, den haben wir beseitigt, den Störenfried. Zurück zu unserem Projekt. Ich möchte einen Amboss gießen. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können einen Amboss auch stumpf aus Kupfer gießen. Das heißt, hier, ne, einfach Kupfer einschmelzen und dann hätten wir einen Amboss. Jetzt ist es allerdings so, dass bestimmte Bronzearten eine höhere Wertigkeit haben. Zum Beispiel die Schwarzbronze, bestehend aus Kupfer und Silber und Gold. Und genau da möchte ich ansetzen. Ich möchte mir, da ich ja das große Glück hatte, schon Gold und Silber finden zu können in ausreichenden Mengen, wie ihr unten seht, ne, habe ich mich dazu entschieden, direkt einen Schwarz-Bronze-Amboss zu gießen, der entsprechend auch besser ist. Er hält länger und er ermöglicht einem später diverse Möglichkeiten mehr in der Automatisation mit einem Stiel am Hammer. Aber dazu später. Jetzt müssen wir erstmal die Schwarzbronze gießen bzw. schmelzen. Dazu packen wir unseren Schmelztiegel. Ich brauche, achso, das habe ich noch gar nicht genau erklärt. Wenn ihr mit dem Mauszeiger auf den Amboss geht, steht ganz oben in der Mitte Ambossform 0 von 900 Einheiten aus Metall. Das heißt, ich brauche 900 Einheiten, Schrägstrich 9 Barren. So, entsprechend dem Anteil der Schwarzbronze, wie sie im Rezept steht. Das haben wir dann hier. Schwarzbronze, ne? Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Da. Schwarzbronze Barren. Wir brauchen 68 bis 84% Kupfer, 8 bis 16% Silber und 8 bis 16% Gold. Das heißt, theoretisch würde es ausreichen, wenn wir 10%, also 9 Nuggets pro Gold und Silber und den Rest aus Kupfer nehmen würden. Jetzt haben wir genau das richtige Verhältnis, um unsere Schwarzbronze zu erstellen. Wir haben 900 Einheiten Schwarzbronze. Und wir haben hier ein gleichmäßiges Verhältnis und hier auch. So, damit haben wir den ersten Schritt gemacht. Ich packe mal alles an Holzkohle rein, was ich da habe. Es wird ein bisschen dauern, weil wir eine relativ hohe Menge an Einheiten da drin haben. Ne? Bis das Ganze geschmolzen ist, dauert es ein bisschen. Wir werden nicht die 18 Einheiten an Holzkohle verbrauchen, das steht fest. Und während das Ganze da mal ein bisschen vor sich hin köchelt, entsorgen wir hier Störenfriede. Also, solltet ihr in einem anderen Modus spielen als ich, also sprich nicht ganz so leicht eingestellt,
sprich nicht auf aggressiv, sondern auf aggressiv eingestellt haben, dann werden die sich wehren, wenn ihr die schlagt, beziehungsweise wenn ihr in deren Nähe seid. Und die dann mit dem Messer zu attackieren, wie ich jetzt, ist dann nur sinnvoll, wenn man ein, so wie ich es hier habe, ein Silbermesser hat. Das hat ein bisschen mehr Angriffsstärke, als wenn ich da mit einem Feuersteinmesser drauf losgehe. So, das können wir hier alles erstmal wieder wegpacken. Und hier ist auch schon die Schmelztemperatur erreicht. Das heißt, hier geht es jetzt munter los mit dem Schmelzen. Und das ist gut so. Ja, also, ich will einen Amboss haben. Ich brauche diesen Amboss, um eine Säge zu machen. Die kann man nur schmieden. Das heißt, ja, wir haben hier schon ein paar Barren gemacht. Ein Schwarzbronzebarren und zwei Kupferbarren. Die brauchen wir, um dann schmieden zu können, inklusive eines Hammers. Ne? Ein Kupferhammer habe ich in diesem Fall hier. Den kann man gießen mit einer Gießform. Und das sind die Grundvoraussetzungen später fürs Schmelzen. Und natürlich nicht zu vergessen, ein Schmiedeofen. Denn dieser Schmiedeofen erhitzt später den Barren. Und damit können wir dann unser Werkstück bearbeiten auf dem Amboss. Das ist wie im richtigen Leben. Heißes Eisen schmiedet man auf einen Amboss mit einem Hammer. So, während das da oben so ein bisschen vor sich hin brutzelt, könnte ich die Gelegenheit nutzen, um eine kleine Rundtour zu machen. Denn es hat sich ja schon ein wenig was getan. Hier oben, das habe ich mit Stöckern ausgelegt, ausgekleidet. Ich glaube, ich habe das auch noch gar nicht erwähnt, wie man das macht. Dazu besorgt man sich Stöcker, an deren Zahl mindestens 9. Die kann man, wenn man mehr als 9 Stöcker hat, so craften, dass sie eine Schicht aus Stöckern ergeben, die eine relative Stabilität haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas temporär abdecken möchte, Regen bzw. Schnee hält das ja jetzt nicht aus, aber ich habe zum Beispiel schon die Möglichkeit, hier drüber zu laufen. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Tiergehege anfänglich abdecken möchte, damit da nichts passiert, so wie bei diesen da, bei meinen Tierchens hier, dann könnte ich da rechts und links so quasi einen Überhang an Stöcker machen, damit mir da keine Viecher abhauen können, wenn ich nicht tief genug gegraben habe. Ja, das mal dazu. Ein bisschen haben wir noch. Hier oben habe ich mir halt überlegt, baue ich die Schmiedeeinheit hin. Die bekommt ein Dach. Hier, das wird das Lager. Habe ich schon mal grob eingefasst. Da werde ich sehr viel Glas brauchen. Zu den Gewächshäusern kommen wir noch. Dann habe ich hier meine, ja, meine zentrale Mitte des Hauses, wo ich A in die Gewächshäuser kann. Dafür brauche ich nämlich später die Türen, damit die einen ordentlichen Abschluss haben. Hier meine Vorratskammer, hier meine Brennkammer und nachher im hinteren Teil meine Schlafkammer, die ich auch ebenfalls mit Türen verschließen möchte, denn der Winter birgt in der Regel Kälte und ein abgeschlossener Raum mit einem Feuerchen drin hält den Körper warm bzw. wärmt ihn bei Bedarf auf. So, ne, dann können wir hier hinten rein und raus. Hier wird das Lager ja dann wie gesagt sein. Und so habe ich erst einmal das Ganze hier aufgebaut. Hier wird dann letztendlich auch so eine Art Küche sein. Hier ist mein Lehmofen für die Brote. Hier
ist eine Kochstelle mit Töpfen und mit Schüsseln. Hier habe ich so ein bisschen Vorrat. Hier habe ich Vorrat. Zu den Kisten sei gesagt, die findet man auch in Looträumen, also sprich in Ruinen. Anfänglich konnte ich da nicht viel mit anfangen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist es sogar tatsächlich so, dass in den jüngeren Versionen von Vintage Story diese Kisten eine reine Deko waren. Mittlerweile ist dem aber nicht mehr so. Wenn man mit dem Mauszeiger drauf zeigt, sieht man ganz oben, da ist jetzt Heu drin. Ich hol's mal raus. So, jetzt ist empty, steht da. Ne? Alte Kiste geschlossen, empty. So, wenn ich jetzt das, was ich da einlagern möchte, mit dem Mausrad anwähle, mich abducke und dann die Hochstelltaste drücke, also die Shift-Taste vielmehr, dann kann ich einzelne Elemente dort einfügen. Möchte ich alles auf einmal, was ich im Inventar habe, da einsetzen, beziehungsweise was ich gerade angewählt habe mit der Maus, drücke ich zusätzlich noch die Steuerungstaste und zack, ist alles drin. Das mal so am Rande. Also wenn ihr Kisten findet und noch keine Holzkisten zur Verfügung habt, eine sehr gute Sache, um eine größere Menge einzulagern. So, hier sind wir fertig. Die restliche Holzkohle holen wir uns auch raus aus dem Feuer. Und jetzt gießen wir den Amboss. Das ist jetzt nicht wirklich was Neues für euch. Das habt ihr schon gesehen, wie man eine Sache gießt. Da sind wir schon mal drauf eingegangen. So, jetzt seht ihr oben Ambossform 900 von 900 Einheiten und die Temperatur. Das heißt, das Ganze ist 1200 Grad heiß. Das heißt, weiterhin, wir müssen noch warten, bis das Ganze abgekühlt ist. In der Zeit können wir uns noch ein klein wenig hier in der Umgebung umschauen. Ich habe hier Obstbäume gepflanzt. Die habe ich in der Umgebung gefunden beim Sondieren der Umgebung. Und wenn man dann einen Obstbaum fällt, bekommt man ein paar Abschnitte von dem Holz bzw. Obstbaum. Und man bekommt auch Brennholz dabei raus, ein kleines bisschen. Diese Holzabschnitte kann man einfach auf dem Boden wieder platzieren. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, in diesem Fall sind es 40%, geht dieser Abschnitt auch an und wird zu einem Baum. Wenn das nicht der Fall sein sollte, so wird sich hier die Farbe des Abschnittes verändern. Jetzt ist er hell, der obere Abschnitt, und er färbt sich dann dunkel. Dann heißt es, das ist abgestorben und kann quasi abgebaut werden mit der Axt. Weil dann steht er einfach nur noch so rum. Ja, einige sind schon etwas weiter von den Obstbäumen. Der hier stand sowieso hier. Und es dauert natürlich, bis die auch entsprechend Früchte tragen. Ich habe mal, bevor ich einen Baum gefällt habe, der stand schon eine ganze Weile scheinbar, der hatte Birnen. Ne? Wie man hier sehen kann, 24 Birnen, die kann man so essen. Dann geben sie einem Energie. Aber man kann da später auch noch andere Sachen machen. Man kann eine Saftpresse bauen und entsprechend dann Saft daraus machen. Des Weiteren wird es mit Sicherheit auch noch Rezepte geben, die Obst verarbeiten. So tief bin ich da aktuell nicht drin. Aber ich werde mich da mit Sicherheit auch mit auseinandersetzen, wenn es dann soweit ist. Dann habe ich hier eine kleine Hütte gebaut. Das ist eine Werkzeughütte. Die habe ich mir erstellt, um gleich eine Gegebenheit mit den Türen zu erklären. Ich fand das ganz sympathisch, hier so ein bisschen rustikaler gebaut zu haben, im Blockhausstil. Das Dach fehlt noch, das kommt noch dazu, aber alles zu seiner Zeit. Gut. Ja, das soll erst einmal das gewesen sein. Mal gucken, wie weit ist denn unser Amboss. Na, 700 Grad ist noch ein bisschen wenig. Das heißt, wir haben noch ein wenig Zeit.
Ja, ich habe die Außenmauern meines Hauses hier schon mal ein bisschen erweitert und auch mit Fenstern versehen. Das hatten wir dann ja im letzten Video, wie man die Fenster macht. Ich habe jetzt hier entsprechend ganze Blöcke eingesetzt. Das wird sich noch ändern. Die habe ich jetzt erstmal eingesetzt, damit überhaupt was drin ist. Letztendlich werden hier halbe Fenster rauskommen, wenn wir dann die Säge haben. Denn die Säge kann diese Blöcke auch halbieren. Hatte ich, glaube ich, im letzten Video auch erwähnt. Also, ihr seht, die Säge ist jetzt nicht irgendwie ein Werkzeug, das wir just for fun brauchen, sondern mit der Säge können wir wirklich einiges bewegen. Wir können Fässer erstellen, wir können Holzkisten erstellen, wir können Eimer erstellen, denn diese Eimer, die brauchen wir auch dringend für unsere Gewächshäuser, um eine dauerhafte Wasserquelle dort zu platzieren. Aktuell muss ich immer mit der Gießkanne hinrennen und alles neu gießen, was, ne, hier diese Gießkanne, was sehr müßig ist. Wenn ich eine dauerhafte Wasserquelle installiert habe, kann ich mir das schenken. Ja, was können wir noch machen? Wir können Holzbretter machen. Aus den Holzbrettern können wir wiederum Zäune machen oder auch Holzbretterblöcke oder auch Holzbretterstufen und Halbblöcke. Also, es ist schon eine Menge, was wir anstellen können, wenn wir erst einmal eine Säge haben. Hinzu kommt, wenn wir eine Automatisierung anstreben mit einem Windrad, dann müssen wir auch dafür Werkzeug haben. Ein Meißel und, wenn ich mich nicht recht täusche, auch eine Säge. Entsprechend ist diese Säge ab einem bestimmten Spielstand wirklich essentiell und man kommt nicht drum herum, dass man sich um Amboss und ähnliche Sachen kümmert. Ne, die Vorbereitung muss natürlich gegeben sein, das ist ja klar. So, ich hole mir schon mal meinen Hammer. Den Hammer braucht man im Übrigen, ich meine, ich jetzt erklärt, ne, wenn man Kupfer oder ähnliches als ja, Klumpen findet, dann platziert man den hier im Inventar, setzt den Hammer direkt darüber über das Feld und kann dann hier Nuggets quasi herausholen. Gut. Amboss ist fertig. Das ist schön. Den platzieren wir jetzt mal hier. Dann brauchen wir hier wieder Holzkohle. Wir machen mal zwei. Das sollte erstmal genügen. Dann holen wir uns unsere Fackel. Machen das Ganze heiß. Glüht's? Jo, glüht. Super. Fackel wieder weg. Und jetzt holen wir uns einen Kupferbarren. Den platzieren wir jetzt auf dem Schmiedefeuer durch Abducken, rechte Maustaste und genau platzieren. Dann sitzt er da drauf und wir sehen auch, die Temperatur beginnt zu steigen. Das hier geht jetzt eigentlich relativ zügig, dass der Barren die Hitze annimmt, die er benötigt, um geschmiedet zu werden. So um die 900 Grad sollte er mindestens haben. Rotglühend oder gelbglühend vielmehr ist erstrebenswert. Umso länger habt ihr Zeit, das Ding zu bearbeiten. Wenn das nur ein Amboss ist. Upsi, da ist aber ein bisschen wenig Holzkohle drin gewesen. Zack. Da legen wir doch gleich nochmal nach zur Sicherheit. Damit uns die Temperatur jetzt nicht flöten geht. Zack. So, 300 Grad. Jetzt steigt es ein bisschen schneller, weil er hat ja eben schon ein bisschen Hitze. Und jo, weiter geht's. Ja, also Amboss schmieden mit dem Hammer,
Das sind jetzt so die Dinge, die wir ganz dringend erledigen müssen, weil wir, wie gesagt, auf den Winter zukommen. Ja. Jetzt ist Nacht, jetzt ist nicht so dramatisch, aber eben fiel schon der erste Schnee und es ist auch schon Oktober. Wir müssen also jetzt damit rechnen, dass es sehr kalt wird. Und um diese Kälte entsprechend nicht komplett auf uns wirken zu lassen, müssen wir geschlossene Räume haben. Zumindest der Schlafraum sollte geschlossen sein, um nicht im Schlaf dann auch noch Schaden zu nehmen durch Frost bzw. allgemeine Kälte. Ich lege mal sicherheitshalber noch eine Holzkohle nach, nicht, dass das uns dann doch fehlt. Also das wäre jetzt wirklich töricht, wenn uns hier die Energie flöten ginge. Ihr seht jetzt 950 Grad. Die Farbe des Kupferbarrens hat sich verändert. Sie wird immer heller, immer gelber, von rot in gelb glühend. Jetzt sind wir, ja, 1080, 1090, 1100, das ist super. Das reicht uns. Wir nehmen mit dem Rechtsklick den Barren raus, Shift-Taste drücken und jetzt platzieren wir den Barren auf den Amboss. Und sofort bekommen wir ein Rezept angeboten, was wir daraus machen können. Ich möchte jetzt in diesem Fall ein Sägeblatt machen. Das Sägeblatt hier, das klicke ich an und jetzt, wenn ich den Hammer anwähle, zeigt es mir, was ich dafür erfüllen muss. Ich drücke F und kann damit die Richtung, die Austreiberichtung der einzelnen Elemente anwählen. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas nach rechts schlagen möchte oder ausbreiten möchte, dann wähle ich rechts aus, ja, und haue hier auf dieses Element. Wenn ich da einmal drauf haue, zack, seht ihr, ist es nach rechts gesprungen. Wenn ich den nächsten und wieder drauf haue, dann bewegt sich dieses angewählte Element in die entsprechende Richtung, die ich haben möchte. Das gleiche passiert, wenn ich es nach vorne treiben möchte, wenn ich jetzt die entstandenen Lücken wieder auffülle oder auffüllen möchte, dann wähle ich das entsprechend aus. Und zack. Das ist ähnlich wie beim Verarbeiten von Ton. Ne, die grünen Felder wollen gefüllt werden. Und die anderen Felder, das werden wir gleich sehen, müssen beseitigt werden, damit dieses Stück entstehen kann. Ihr seht, wenn ein Werkstück oder ein Element richtig platziert ist, ist kein Kasten mehr drum. Nur wenn ich mit dem Mauszeiger drüber fahre. Sobald ich mit dem Mauszeiger weg bin, ist dort nichts mehr. Bei diesen Elementen hier ist aber noch was. Das heißt, das ist genau das Zeichen, das ist übrig. Das will das Werkstück letztendlich hinterher nicht mehr haben. Jetzt ist es so, wir werden, das werdet ihr gleich sehen, ein Sägeblatt bedarf nicht vieler Elemente und das heißt im Umkehrschluss, wir werden viel übrig haben. Diese Elemente sind dann ja weg. Das heißt vergeudet. Jetzt gibt es Mods, die genau darauf abzielen, dass diese Überhänge, so will ich sie mal nennen, entsprechend weiter genutzt werden können. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, grundsätzlich erst einmal in Videos wie diesen Vanilla zu spielen. Ich meine, das hätte ich am Anfang auch gesagt. Als Erklärung dazu ganz einfach, ich möchte jedem die Möglichkeit geben, als Spielanfänger genau so zu spielen und nachzuvollziehen, was ich hier treibe, ohne dass er sich gleich
Mods reinziehen muss oder sich drum kümmern muss, welche Mods habe ich überhaupt und und. Nein, das ist ja nicht zielführend. Na? Also, das ist alles Vanilla hier. Und um jetzt zu erklären, wie ich diese Überhänge wegbekomme, hier ganz rechts ist das Symbolzeichen für Teilen. Das wähle ich an und damit schlage ich dann das überschüssige Kupfer weg. Jetzt sehen wir hier, um die Verzahnung vollständig herzustellen, habe ich jetzt einen falschen weggehauen. Was mache ich nun? Dummes Gesicht. Nein, ich habe Glück. Ich kann den, den ich eigentlich weghauen wollte, wieder hochholen, indem ich ihn entsprechende in die richtige Richtung treibe. Dann wechsel und kann ihn einsetzen. Vorsichtig, wenn ihr keine Überhänge mehr habt und aus Versehen einen falschen weghaut, dann ist das Werkstück für euch tabu. Also, was heißt tabu? Es ist weg. Ihr könnt es dann nicht mehr nutzen. Das ist dann nicht mehr einsetzbar, nicht mehr reparierbar. Es sei denn, ihr setzt nochmal einen ganzen Block drauf, einen ganzen Barren. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt komplett geht. Also ich wäre sehr vorsichtig beim Teilen. Wenn ihr da was kaputt haut, aus Versehen, weil ihr zu schnell unterwegs seid, dann habt ihr nicht viel gewonnen. So, jetzt wollen wir eine Säge. Die Säge, Sägeblatt und Stock. Also brauchen wir jetzt noch einen Stock. Und wir haben unsere Säge. Jawohl, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kann die Post abgehen. Wir holen uns Eiche. Die habe ich hier. Baue ich eigentlich sehr gerne mit. Ist eins meiner Lieblingshölzer. Es gibt noch andere Hölzer. Alle habe ich tatsächlich auch noch gar nicht durch. Wenn ich jetzt Bretter erstellen möchte, nehme ich eine Eiche, nehme meine Säge und klicke hier drauf. Ich mache jetzt mal 48 Bretter. So. Warum mache ich diesen ganzen Zirkus? Ich möchte jetzt Türen haben. Als erstes möchte ich meine Schlafkammer mit Türen verschließen. Das heißt, ich brauche hier zwei Türen. Ich lege meine Bretter hier rein, gehe wieder ins Handbuch. Jetzt kriege ich alles angezeigt, was ich mit diesen Brettern anstellen kann. Ich kann übrigens auch Betten bauen, was auch sehr gut ist. Ne? Ich kann mir ein Schild bauen, was mir zum Schutze dient. Also all diese Sachen sind dann möglich. Aber ich kann auch diese Holztür machen. So, das ist das Rezept für Holztüren. Das heißt, ich brauche sechs Bretter für eine Holztür, da ich zwei Türen auf den Schlag brauche, muss ich da entsprechend 12 Bretter verbrauchen. Und jetzt kann ich mir hier am besten von hier abducken. Ah ne, das war jetzt dumm. Falsche Seite doch gewählt. Ich wollte die nach außen schließend haben. Zack. So. Und schon habe ich einen Raum, den ich verschließen kann, beziehungsweise betreten kann und die Türen dichten mir den Raum ab. Warum erzähle ich das jetzt so mit diesen Türen? Es gibt natürlich eine andere Variante für Türen. Ich hole mir jetzt mal gerade ein paar Stöcker. Zack, zack, zack. Kleiner Tipp am Rande: Diese Stöcker als Schicht zu machen, hat auch den Vorteil, dass sie im Inventar Platz spart. Das heißt, wenn ihr unterwegs seid, Bäume fällt und dabei eine Menge Stöcker abfallen, dann macht es schon Sinn, statt drei Stacks Stöcker mit sich rumzuschlüren, vielleicht dann nur ein Stack mit geschichteten Stöckern zu haben. Das nur mal so ganz nebenbei erwähnt. Und jetzt aber trotzdem schnell zurück zu dem, was ich eigentlich wollte. Wir haben
hier Stöcker. Und jetzt sehen wir, was wir mit diesen Stöckern alles machen können. Leitern können wir machen, das hatten wir ja schon. Wir können Gatter machen. Wir können einen provisorischen Zaun machen. Und jetzt fehlt mir aber eines. Da ist sie. Die grobe Holztür. Wir brauchen eine Axt. Wir brauchen zwei Stämme von Holz. Welche sind egal. Und wir brauchen drei Stöcker. Wir haben 1, 2. Das war jetzt ein wenig voreilig. Wir müssen uns erst unsere Axt besorgen. Hier habe ich ja immer eine hängen. So, nochmal zurück. Axt, Holz, Holz und Stöcker. Zack. Jetzt haben wir uns eine provisorische grobe Holztür gebaut. Ich will den Unterschied einmal darstellen. Das können wir am besten, wenn wir unsere schöne Tür hier haben. So. Jetzt bauen wir mal die provisorische Tür daneben. Wir sehen also, es macht schon sehr optisch, also es macht optisch schon einen sehr großen Unterschied. Wenn ich die Tür öffne, öffnet diese sich nicht gleich mit. Wenn ich diese dann öffne, dann funktioniert sie. Und jetzt ist das passiert, weswegen ich eigentlich immer ungerne solche Türen verwende. Im Anfangsstadium des Spiels macht es Sinn, sich so eine Tür zu bauen, wenn man noch nicht wirklich kein festes Haus hat und noch nicht wirklich sich gut schützen kann und im Spielmodus mit aggressiv unterwegs ist. Denn dann muss man sich wirklich vor den Wölfen schützen, man muss sich vor den Monstern schützen. Das sind alles so Dinge, die geben ein bisschen Sicherheit, wenn man da ein Matthaus, also ein Erdhaus baut und schnell so eine provisorische Tür einsetzt, dann hat man erstmal Schutz. Aber sie kann halt auch kaputt gehen und dann steht man da. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da keinen Bock drauf. Deswegen habe ich das bisher auch nicht eingesetzt. Aber ich habe ja hier meinen Werkzeugschuppen und dafür ist die ideal. Sie passt da wirklich super rein. Von der Optik her ist es halt ein bisschen gröber. Zack, und jetzt ist er schon wieder im Eimer. Das stört mich aber nicht, weil das ist jetzt kein Haus, wo ich stetig rein und raus renne. Also, dann weiß ich, ich muss da immer wieder mal die Tür wieder einsetzen. Das würde mich schon mehr nerven, wenn das hier passieren würde. So, jetzt habe ich die Tür aber falsch drin. Das möchte ich nicht. Immer noch falsch. Mal beide ab. So. Zack, zack. So, jetzt haben wir es wieder richtig und wir haben beide Türen auf und zu. Ja, das wollte ich eigentlich als Gegenüberstellung einmal gezeigt haben, damit ihr seht, was den Unterschied ausmacht. Ja, das soll es gewesen sein. Wir haben heute einen Amboss gegossen, wir haben heute geschmiedet, wir haben eine Säge gebaut und gleich auch noch Türen dazu. Jetzt sind wir auch in der Lage, Holzplanken zu machen, die wir hier zum Beispiel einsetzen könnten. Aber wie auch immer, wir können mal schauen, wie sich's entwickelt. Nichtsdestotrotz, das nächste Projekt ist ganz klar das Gewächshaus. Denn jetzt können wir auch Türen machen und können damit das Gewächshaus sauber abschließen. Und dementsprechend haben wir auch gleich die entsprechende Optik dazu.
Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein bisschen helfen, ein bisschen was Neues zeigen, ein paar Zusatzinformationen am Rande vermitteln. Das Video ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber ich denke, von der Anzahl der Informationen ist es in Ordnung, gerechtfertigt. Und ich würde sagen, bleibt mir erhalten, bleibt gesund und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, ein Abo und oder einen Kommentar da. Besonders was die Auflösung angeht, wäre ich sehr über ein Feedback gespannt und erfreut. Und ich verbleibe, wie immer, mit einem Tschüssikowski.